Ich denke, das könnte wirklich klappen, wenn uns noch nicht noch jemand dazwischen fährt. Ist der immer noch im Krieg? Yep, der ist immer noch im Krieg mit den Tebaduran. Oh, und jetzt will er auf einmal Frieden. Oh, nein, nein, er will nicht Frieden. Er hat Frieden geschlossen. Ah, mit den anderen. Und hat wohl irgendwie hier was verloren, denke ich mal. Und hier hat er noch eins behalten. Ah, der hat da einiges verloren, Mensch. Der hat da auch Bereiche verloren, die wir eigentlich haben wollten. Zempek hat er noch. Tabat hat er nicht mehr. Foldora ist noch da. Manwart ist noch da. Das ist noch da. Okay, er hat eigentlich nur jetzt Tabat abgegeben von unseren jetzt. Wow, der ist jetzt richtig groß geworden hier. Okay. Wir machen mal weiter. Wir können wahrscheinlich jetzt hier nicht reinfliegen, denke ich mal, wenn die Grenzen hier geschlossen sind. Eine weitere Anomalie. In der Umlaufbahn dieses Planeten befindet sich ein Klasse 12 Asteroid. Die Umlaufbahn des kleinen Planetoiden scheint viel zu stabil, um natürlichen Ursprungs zu sein. Erforschen. Weiter geht's. Hier wird jetzt angegriffen, so wie ich das sehe. Jawohl, passt, der kämpft sich durch zum Planeten. Hier müsste jetzt dann gleich. Was ist denn hier jetzt wieder? Nicht Angriffsversprechen, Einladung. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit für euch. Unsere Armee fliegt in Richtung Xar-Li oder Xarti. Situation log updated. Debris analyzed. Ja, hier passiert jede Menge Nicht-Angriffsversprechen werden hier geschlossen. Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn um Charet 4 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich noch immer gewaltige Triebwerke und Bremsschuhe. Kennen wir schon, gibt plus 3 Forschungspunkte. Und ja, hier wird jetzt mal bombardiert bzw. invasioniert. Ist auch kein Problem. Der hat ja gar nichts hier. Dann verlassen wir den Planeten wieder und widmen uns jetzt. Du müsstest doch eigentlich beschäftigt sein hier. Wo bist du denn? Wieso kümmerst du dich hier nicht um den Planeten? So, und der andere, der erste, der kümmert sich um den. Ich bin mal gespannt, ob ich hier einfliegen kann. Ich kann hier einfliegen, sehr gut. Du kümmerst dich um den Planeten und die Armee geht in diese Richtung und kümmert sich dann hier um den Planeten. Aber erst nachdem er vollständig bombardiert wurde. Construction complete. Und es gibt so viel zu tun. Ah, unser Forschungsschiff hier kann jetzt selbstständig erkunden. Bitte starten. Und das zweite Forschungsschiff kümmert sich erstmal hier um das Spezialprojekt. Habe ich noch was vergessen? Bestimmt. Aber egal. Genau, der soll sich um die Trümmer kümmern. Die Forschung läuft noch. In 4 Monaten können wir die Durastal-Panzerung bauen. Und hier wird angegriffen. Was greift er denn an? Oh, hier hat er ja auch mal selbstständig, selbst irgendwie eine Militärmacht, sehe ich da gerade. Was baut der denn hier alles da? Versammelt er ja alle. Und jetzt sind sie weg. Wie sind denn wir jetzt so schnell weggekommen, Mensch? Nun gut. So soll es sein.
Hier wird jetzt bombardiert, richtig? Der hat sogar eine bessere Verstärkung. Das wird ihm aber nicht viel nutzen. Dann, wir bauen hier wieder nochmal. Kann ich denn hier? Nee, ich kann hier nichts bauen. Weil uns... Da ist er. Der hat ja hier auch noch. Jetzt ist er hier. Mist. Wir müssen einen Rückzug machen. Verdammt. Nochmal hierher. Eieiei, über zwei Ecken geht das. Geht der direkt hier? Auch nicht. Mist. Okay, du bleibst hier. Du bombardierst hier noch. Der andere geht zurück. Kümmert sich hier um den Angreifer. Wir empfangen eine Nachricht von der unabhängigen Weltraumstation der Kurator Alpha Enclave. Ein neuer Kurator. Und zwar Erstkontakt mit dem Kurator Alpha Enclave. Ein wahrlich gutes Treffen. Herr Kunde, ihr sprecht mit dem Kurator Alpha Enclave. Vielleicht seid ihr schon mit den Grundsätzen unseres uralten Ordens vertraut. Wie unsere geschätzten Kollegen in den anderen Kurator-Enklaven sind auch wir bereit zum Handeln, wenn ihr unsere Preise bezahlen könnt. Ein wahrlich gutes Treffen. Und wir haben die Panzerung erforscht. Wir erforschen jetzt das Impulstriebwerk oder das Schlachtschiff. Das Schlachtschiff ist es. Und wo ist jetzt der Kurator? Den finde ich doch hier gar nicht mehr. War das der? Oder der? Ich denke, der war das. Was kannst du denn? Okay, Sternenkarten, Forschung unterstützen, Mysterien des Universums. Wir könnten ihm 2000 Credits will der für die Forschung. Hey, hey, nee, für sowas haben wir jetzt kein Geld. Ressourcenspeicher ist voll. Okay, beim Einfluss. Und wir fliegen jetzt hierher. Der kümmert sich nämlich jetzt hier oder will hier angreifen, so wie ich das sehe. Da hat er sich aber jetzt ordentlich geschnitten. Und zwar müsste jetzt hier irgendwo gleich ja unsere Flotte auftauchen. Na, hier ist sie. Und du greifst hier gleich mal an. Der bombardiert nämlich hier bereits. Und zwar nicht zu knapp. Wie sieht es beim anderen aus? Sind wir hier schon auf 0? Knapp. Du kannst hier ja trotzdem vielleicht schon mal Armee landen. Dieser Angriff hätte wohl kaum Erfolgsaussichten. Echt jetzt? Obwohl wir hier schon bei 454 sind. Na gut, dann warten wir noch. Es kommt jetzt zum Kampf 2400 gegen 1700. Das muss doch klappen. Research complete. Hostile fleet engaged. Es geht los. Die Raketen werden gefeuert. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ach, jetzt kommt auch noch hier Admiral erlangt Eigenschaft. Ja, ja. Ist ja schon gut. Ja, das klappt. Das klappt wunderbar. Die Flotte ist weg. Die Flotte ist weg. Was haben wir denn gerade eben erforscht? Biolabor, Staatselement-Slots. Kann mich gar nicht erinnern, dass ich das gewählt habe. Aber okay. Armeeunterhalt minus 10%. Klonarmee, Klontanks. Armeetyp, okay. Ermöglicht Abbau. Ich probiere es ja mal mit der Klonarmee. Ich glaube, das habe ich noch nie erforscht. Dann, hier müssen wir nichts mehr machen. Das sollte sich wieder aufbauen dann. Du fliegst jetzt weg wieder hier rüber. Und zwar bombardierst du hier
diesen Planeten. Und hier sind wir vielleicht schon auf Null. Artet ja langsam in Stress aus. Okay. Und jetzt wird hier die Armee gelandet. Uiuiuiui. Wer kommt jetzt? Eingehende Übertragung. Sieg gegen... Oh. Wir haben den Schmerz des Kosmos gehört, der diesen Konflikt beweint. Wir ergeben uns sofort, um diese sinnlose Unstimmigkeit zu beenden. Vielen Dank. Der bestmögliche Ausgang. Wir haben 4 Planeten gewonnen. Okay, wir haben 4 Planeten gewonnen. Das heißt, wir können hier die wieder einstampfen, auflösen. Wir schicken die, legen die wieder zusammen. Die beiden Flotten. Und haben uns jetzt ordentlich erweitert hier. Eieiei, ist ja super. Allerdings auch unser Kernsystem ist jetzt gewachsen von, ich glaube vorher waren es 6 oder so, auf 9. Wir haben jetzt zu viele Kernsysteme. Reichseinfluss, Zugewinn, -20% und Energieproduktion, -20%. Das heißt, wir müssen hier Sektoren erstellen. Genauso sieht es nämlich aus. Okay, wir müssen jetzt erstmal etwas Ordnung reinbringen. Und hier, wunderbar, hat sich das Ganze hier sogar verbunden. Das freut mich. Forschungsschiff, du siehst dir die Trümmer noch an. Das andere Forschungsschiff erkundet selbstständig. Konstruktionsschiff baut hier oben eine Wurmlochstation. Und vielleicht genau auch hier. Eine Wurmlochstation und vielleicht sogar hier, können wir noch nicht, unbekannt. Okay, dann warten wir noch, aber das passt soweit. Wir legen die beiden Militärflotten zusammen. Kann ich das etwas ziehen? Nee. Was ist denn hier Terraforming? Wer wird denn hier terraformt? Der hier? Ah, kann ich das abbrechen? In eine Alpinwelt? Die braucht kein Mensch, die Alpinwelt. Aber es hat mir jetzt keine Punkte mehr, keine Energy Credits gebracht. Ah, dann hätten wir es auch laufen lassen können. Egal. Naja, da sind ja noch Aliens. Oh, der eine ist jetzt weg, oder? Oh, der eine ist jetzt wirklich weg. Gegen den wir gerade eben Krieg geführt haben. War das der? Nee, das war der nicht. Der vielleicht? Nee, das ist der. Hier müsste doch eigentlich noch... Ich dachte, der hätte noch... Okay, anscheinend hat dann Foundation of Matal hier jede Menge übernommen. Der ist jetzt weg. Gut, so soll es dann sein. Okay, was ich jetzt noch machen möchte, bevor ich jetzt Schluss mache. Ich würde gerne hier die Armeen zusammenlegen. Jetzt haben wir nur noch einen Anführer, das passt. Wer ist denn hier... Ist der schon 73? Ne, der heißt 73. Der ist 43, der ist 49. Das passt. Dann nehmen wir den mit 43. Und den anderen Anführer entlassen wir, weil wir einen neuen Gouverneur brauchen für die Verwaltung der Zonen. Das heißt, du... Wo ist er denn? Ankunft in 10 Tagen. Da noch etwas. Okay, jetzt nehmen wir dich raus und wir müssen eine neue wo ist denn das? Einen neuen Sektor erstellen und den Sektor erstellen wir hier oben. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt haben wir wieder 7 von 7 und sobald wir hier wieder mehr Möglichkeiten haben für Kernsysteme, dann
werden wir das Ganze wieder aufteilen. Okay, und der soll ja auch ein bisschen Ressourcen haben. Das passt soweit. Mehr bekommt er nicht. Schließen. Oh, brauche ich hier keinen separaten Verwalter? Diesem Sektor fehlt es an folgenden Ressourcen. 5. Oh, der braucht doch noch welche. Jetzt Anführer zuteilen. Wir rekrutieren, weil wir keinen verfügbaren haben. Wir rekrutieren einen neuen. Rekrutierungskosten, Lebensdauer oder Baukosten, Baugeschwindigkeit, den nehmen wir. So, können wir dem jetzt was geben? Ein bisschen Startkapital und Sektorbeitrag setzen wir hier auf 0. Das heißt, dann kommt er auch ganz gut mit den Sachen aus. Der hat hier noch gar nichts. Soll man ihm vielleicht doch noch ein bisschen was geben? Okay. Ausgeglichener Fokus, das passt alles. Vielleicht geben wir ihm noch ein bisschen was dazu. Okay, jetzt reicht's aber. Gut, dann haben wir hier oben jede Menge neue Meldungen. Egal, die sind nicht wichtig, sage ich jetzt mal. Wie? Ich esse gerade meine Aliens. Ah, die werden ja verfüttert, oder? Stimmt, da habe ich was gelesen. Dieses Bewohner wird systematisch getötet. Dieser Vorgang wird abgeschlossen. Aha, das heißt, wir müssten eigentlich hier kolonisieren. Oh oh, wir müssten hier noch kolonisieren. An das habe ich gar nicht mehr gedacht, beziehungsweise umsiedeln. Das heißt, wir holen... Von wo holen wir denn welche? Von Alpha Hive vielleicht? Wenn wir hier dich umsiedeln nach... Oh, wir müssen die noch benennen. Nach. Ah, jetzt weiß ich wieder nicht, wie die heißen. Mensch. Jaxi. Wir haben hier. Zinix. Und wir haben hier Xarti. Und wenn ich den jetzt umsiedle von Alpha Hive, den hier, nach. Xarti, und zwar irgendwo, keine Ahnung, hierher, ein Bewohner umsiedeln, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade gemacht habe, ich wollte doch den hier rüberziehen, hä? Bewohner können sie durchziehen und ablegen zwischen Planeten, umsiedeln damit Planeten. Oh, shit! Ich verliere die Planeten demnächst. Da hast du recht. Ich kann die ja gar nicht umsiedeln. Kann ich die denn irgendwie als Sklaven? Ich will die ja gar nicht säubern. Kann ich die denn als Sklaven halten? Verarbeitung, Säuberungstyp Verarbeitung. Oh Gott, was gibt's denn hier? Ach du Schande. Zwangsarbeit, Deportierung, Kastrieren, Ausrottung. Nicht möglich wegen Lecker. Hat die Richtling Säuberung gestatten. Okay. Eieiei, schwierig. Ich bin gerade leicht überfordert. Wir brauchen die Richtlinien. Nahrungsvorratshaltung vielleicht? Nee. Uneingeschränkte Kriege ist klar. Erstkontakt, bla bla bla. Xeno-Erleuchtung. Passives Studium unbegrenzt. Eingeschränkte. Wo kann ich denn hier? Ich kann hier gar nicht festlegen, ob wir die essen oder nicht. Ich muss die genetisch ändern. Umsiedeln, Rechte festlegen.
Ich will die doch gar nicht essen, Mensch. Deswegen, wir haben 177 plus an Essen. Und die sind nicht zufrieden, verständlich. Kann ich denn hier nicht? Hat die Richtlinie Säuberung gestattet? Ich kann hier nur verarbeiten. Betroffene Bewohner werden zu nährstoffreichen Nahrungsquellen verarbeitet und steigern bis zu ihrem Tod die Verfügbarkeit von Nahrung. Damn. Staatsbürgerschaft Sklaven. Hat die Richtlinie Sklaverei gestattet? Oh, Moment mal. Nee. Eines muss hiervon zu xenophob oder fanatisch xenophob. Ich kann nichts machen, ich kann die nur essen. Ich kann die nur essen. Das darf doch nicht wahr sein. Das heißt, wir essen die und sobald wir die gegessen haben, war's das. Ah, Mensch. Wieso? Da hätte ich ja gleich nicht irgendwie angreifen müssen. Ah, wie doof ist das denn jetzt? Wie lange halten die denn wenigstens her? Wann war es? Das darf ja nicht wahr sein. 2276, in 10 Jahren. Grenzposten hinsetzen, ja, könnten wir, aber deswegen gehen wir mir ja trotzdem Planeten flöten. Mist. Das habe ich ja gar nicht bedacht. Und ich kann hier auch nichts ändern. Ich kann hier nicht ändern, dass hier irgendwie. Dass wir hier eine andere Richtlinie bekommen. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich sehr. Nun gut, da kann ich jetzt auch nichts machen. Dann müssen wir die halt zu Mus verarbeiten und ja, uns an denen verköstigen. So sei es. Pech gehabt, würde ich sagen. Okay, dann schaue ich mal, vielleicht finde ich jetzt bis zum nächsten Stream noch was raus, ob ich das nicht doch noch umgehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn man hier mal sieht, wir sind ja jetzt ganz gut gewachsen. Wir sind schon eines der größten Zivilisationen momentan. Aber beim nächsten Mal wird dann das hier oben wieder komplett herausfallen. Nur mittels Genetik, da gibt es eine Modifizierung für. Ja, aber die Genetik muss ich ja erforschen, oder? Und wenn ich hier die Genetik nicht bekomme, dann schaue ich doof aus der Wäsche. Dann bin ich zwar satt, aber um ein paar Planeten ärmer. Okay, in diesem Sinne beende ich die Aufnahme und wir schauen nächstes Mal, wie hier unser Eroberungsfeldzug weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.